Es gibt so viele Ländereien in diesem alten Imperium und du willst unbedingt nach Goblins Wacht reisen? Wohlan, viel Wunderliches wirst du erleben, was du vorher noch nie gesehen. Mag diese Grafschaft auch abgelegen sein, sie hat dennoch einen Reichtum, der seinesgleichen sucht. Streife umher in den üppigen Wäldern oder wage dich in die unpässlichen Berge, wenn du den Mut dazu besitzt. Befahre das Meer oder erkunde die mächtige Festung im Herzen des Landes. Alles steht dir offen. Doch solange du dich dort aufhältst, auf der Suche nach Ruhm und was du sonst noch begehren mögest, vergiss eines nicht, Junge. Vertraue niemals einem Goblin. Ich grüße euch, gemeines Volk aus den Weiten des Internets. Mein Name ist Alexander Werner Junior. Ich bin Künstler, Musiker und Autor von Online-Geschichten. Die Vorschau, die ihr soeben gesehen habt, ist ein erster Einblick in das Fantasy-Abenteuer Goblins Wacht, mein neuestes Werk, an dem ich dieser Tage arbeite. Folgt dem Schicksal eines jungen Ritters mit dem Namen Jannik von Meisenplaug und begeht mit ihm den gefährlichen Pfad zur abgelegenen Grafschaft von Goblins Wacht. Mein Werk war bis vor kurzem nur ein Comic. Ab heute jedoch habt ihr auch die Möglichkeit, die Geschichte mit Musikbegleitung und Erzählung zu erleben. Der Erzähler, das bin in diesem Falle wohl ich selbst. Ja. Zwei Kapitel habe ich inzwischen fertiggestellt und ihr braucht nur auf meine Homepage zu gehen, um ins Abenteuer einzutauchen. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. So wie alle Arbeiten auf meiner Homepage ist auch Goblins Wacht in zwei Sprachen erhältlich: Deutsch und Englisch. Die Geschichte und alles, was dazu gehört, wie die Bilder und die Musik, sind komplett kostenlos und ich habe sie stets unter der Creative Commons License Attribution veröffentlicht. Die Musikstücke können außerdem einzeln auf meiner Homepage heruntergeladen werden, ohne dass auch nur eine müde Kupfermünze als Gegenleistung gefordert wird. Na, wie klingt dieses Angebot, ihr unerschrockenen Abenteurer? Wenn euch die Richtung gefällt, in die meine Arbeit verläuft, so verbreitet dieses Video. Zeigt es auch den Leuten, die an Fantasy-Erzählungen interessiert sind, und abonniert meine Kanäle auf den sozialen Netzwerken, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu sein. Die Links könnt ihr ebenfalls in der Videobeschreibung erfahren. Seid jedoch gewarnt, dass neue Kapitel mehrere Monate in ihrer Entstehung brauchen und genauso unregelmäßig auftauchen wie dieser furchtbare Meeresdrachen hier, den ihr nun vor euch seht. Aber wenn so ein Ungetüm einmal gesichtet wird, dann sprecht rasch all eure innigsten Gebete, denn ihr werdet sie brauchen, o ihr armen Sterblichen. Doch ich schweife ab. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf bald!